So, hallo und herzlich willkommen zu meiner heutigen Videorezension von Fujikato von Friedemann Friese. Ein kleines süßes Kartenspiel, wie so oft bei Kartenspielen. Ihr kriegt Karten mit Zahlen drauf. Das ist erstmal soweit nicht neu. Wir zeigen euch jetzt mal, wie dieses Spiel geht. Im Prinzip ist es ein Kartenablagespiel. Das heißt, oder Ablegespiel, wir müssen alle unsere Karten loswerden. Jeder Spieler, wir spielen zu viert, bekommt 6 Karten am Anfang auf die Hand. Das heißt, wir verteilen die gleichermaßen an jeden Spieler. Es gibt halt ganz, ganz, ganz viele niedrige Karten. Je höher die Karten werden, desto seltener werden die. Ich glaube, die Karten über 16 gibt es jeweils nur noch einmal. Und wer dran ist, der kann einfach eine seiner Karten aufspielen. Ich würde mal sagen, die Dame fängt an. Ladies first. Okay, fangen wir doch mal niedrig an. Genau, und da liegt jetzt eine 3. Hier spielt auch eine 3. Jetzt werden die beiden Zahlen addiert. Das ist schon mal gleich quasi der einzige Spezialfall, den die Regel vorsieht. Dann kommt eine 7 und ne, das beides addiert wäre eine 6. Das heißt, eine 7, die Karte schlägt jetzt. Also immer wenn eine niedrige Karte liegt, kommen die raus und die beiden Spieler müssen dafür eine neue Karte ziehen. Das ist ganz schön doof. Kommt man wieder dran und die eigene Karte liegt noch da, wirft man die Karte ab, ohne dafür eine Karte nachzuziehen. Das heißt, ich könnte jetzt sagen, ich spiele zum Beispiel mal die 5, da passiert jetzt nichts, weil ne, das sind nur, wenn die ausgespielt wird, schlägt die. Das heißt, das kann erstmal so nebeneinander existieren. Dann kommt da eine 7. Jetzt werden die beiden zu einer 14 addiert. Das heißt, meine 5 ist weg, ich ziehe eine neue nach. Dann kommt da eine 5, auch da passiert jetzt nichts. Jetzt ist Koya wieder dran und dann werden beide Karten abgelegt. Das kann Koya ihre los und ja, Georgs Karte liegt da noch. Jetzt werden die beiden addiert mit jeweils einer 5. Ich habe da, ja, spiele ich mal die 13 aus, dann werden eure beiden geschlagen. Das sind 10, die hauen wir raus. Und dann hoffe ich jetzt mal, dass meine 13 nicht geschlagen wird. 8, wenn jetzt noch eine 8 kommt, wird das auch wieder addiert werden. Das wäre natürlich ein bisschen doof. Oh, 9 ist deine 8 geschlagen. Und das sind im Prinzip auch schon alle Regeln des Spiels. Also man versucht dann nur seine Karten loszuwerden. Meine 13 ist durch, das heißt, ich ziehe dafür keine neue Karte. Addier das mal, wir müssen hier gemeinsam eine 4 ausliegen. Richtig gut. Und wenn jetzt einfach die nächsten beiden auch gleich eine 2 spielen würden, würden einfach alle Karten abgelegt werden. So, 8, das heißt, unsere 4 ist weg. Deine geht durch, ziehst keine neue nach. Ich muss auch eine neue ziehen. Genau, das sollte man nicht vergessen. Und du musst auch eine neue ausspielen. Komm, wir legen alle eine 3, dann sind wir bei 9. 4 ist geschlagen. Mann. In dem Fall jetzt wird das nicht addiert, das heißt, du bist einfach dran, legst deine Karte ab und ziehst dafür auch keine neue nach. Aber wenn jetzt natürlich noch eine 4 kommt, haben wir schon mal ein sicheres Standing. Ja. Ja, schade. Ich muss ja schon jetzt eine, oh, eine 10. Jetzt kommen alle Karten raus, alle müssen neue ziehen. Oh. Oh. Ja, 20 wird schwierig, ne? Ja, dann mache ich mal. Wie viele Karten habt ihr noch so? Das da. Komm. Jawohl. Kommen die beiden Karten weg. Na, immer alle, die anderen beteiligt sind an so einer Addition, die legen dann für ihre Karten ab, wenn einer von wieder in die Reihe kommt. Schade, wenn wir alle unsere Karten los. Noch eine 10. Jetzt auch eine gute, komm. Oh, die ist richtig gut. Ich will mal die loswerden. Ich auch. Du wirst dann ab. Will man zu hohe Karten? Oh, das ist eine gute, die will ich. Hier, jetzt schlage ich aber deine Traxen. Weg damit. Piepen wir raus. Euer kommt weg und meine ist durch. Yeah. Komm hier, die 7 schlagen wir. Ja. Ja. Jawoll! Komm, spiel auch eine 4. 4, 4, 4. Brauchst du jetzt mindestens eine 13. Oh. Oh, dann werden wir alle unsere los. Aber wir verbünden uns. 5 addiert, 10, das sieht schon ganz gut aus. Ich glaube, die anderen haben schlechte Karten auf der Hand. Alter. Nee, du ziehst keinen nach. What? Respekt. Ich habe noch nichts Höheres als eine 8 gezogen. Das ist sympathisch. Dann schlage ich mal deine 4. Die 4 ist auch schon raus. Achso, schade. Schlägst du deine 4. Du wärst dran, was? Ja, deine Karte kommt leider weg. Ja. Ich glaube, man kann da auch ein bisschen strategisch rangehen. Wann man welche Karte spielt, erst die dann die hohen, aber das kann man auch lassen. Ja, alle. Karten weg. Ach, ja. Ah. Das ja. Hier, komm. Jetzt aber. Was ist das denn? Das ist eine 14. Sehr schön. Mhm. Das ist echt dumm. Finde ich ganz nice. Naja, ich muss. Nee, ich schreibe eine neue.
Aber die 40 steckt doch meine, oder? Ich glaube, es ist 14. Und habe ja, ich stimmt, weiß, stimmt. Ich weiß. Ja. Dann habe ich du ziehst neu. Oh, was ist das denn? Achso, nein. Du musst neu aufspielen. Nein, nein. Saskia war nicht kaputt. Die bleibt doch, liegen. 14? Du hast die 7 letzte Runde gespielt, ne? Genau. Ja, du hast eine weitere 7 gespielt. Ja. Dann wurde die 8 gespielt. Dann kommen die 7 raus. Ah, ja, genau. So ja, richtig. Genau, genau. Ja, ja, alles gut. Und jetzt spielst du aber neu dann musst du die wieder rein. Genau. Ja. Ja. Okay. Ein bisschen hier. Kompliziertes Spiel. Das ist dann, wenn man zu schnell spielt. Oh. Ja. Ja, nix. Du musst deine 8 machen. Ich würde eine Karte ziehen. Ja. Bin ich dran? Ja. Ja. Ups. Oh. Komm, die ist gut. Die ist gut. Oh, die ist richtig gut. Oh, Mann. Kann ich mal irgendeine hohe Karte ziehen? Dein Ben, deine Karte ist raus. Psst, ich war gerade so mit der Kamera beschäftigt. Oh. Ja, hier, ne? Jetzt ja, aber ein Fort. Hab ich schon. Ja. Oh. Du hast nur noch eine Karte, ne? Und Stira, was mach aus. Oh, eine 18. Die müssen wir jetzt irgendwie schlagen. Mhm. Hiermit nicht? Jawoll! Oh. Da holt er das aus dem Ärmel. Weg. Oh nein. Komm, ich zieh jetzt 20. Oh, fast. Oh, was hat denn da gesagt? Ja! Das ist irgendwie. Aber. Oh, das ist die andere so. Ja! Nein! Oh, ja, und da haben wir einen geteilten Sieg. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich auch nicht. Ich dachte, mit meiner Elf stehe ich ganz gut. Ich hatte einen Haufen hoher Karten auf der Hand. Ich hatte 12, 15... Ich habe angefangen mit 3, 3. Zweimal die 11 und die 19. Das waren die einzigen Karten, die ich gezählt habe, die irgendwie mal über 8 waren. Also, das ist ein kleines, süßes Kartenspiel. Im Prinzip, ich würde mal sagen, ungefähr wie diese Amigo-Kartenspiele. Da sind ja auch immer so nette Kartenspiele mit irgendwelchen Zahlen drauf, irgendwelche Mechanismen drauf. Man kann hier relativ wenig steuern, also ein bisschen. Ne? Man kann halt so ein bisschen taktieren, weil man welche Karte spielt. Ne? So hohe Karten zu spielen, bis irgendjemand denkt, ach, das ist jetzt durchgebracht, kann schon Sinn machen. Und ja, wie gesagt, von den Regeln her hat das nicht viele. Das sind auch schon alle Regeln, wobei das ist Spielvorbereitung. Das ist dann so die Regel vom Spiel selbst. Also noch ausführliches Beispiel, was nochmal alles erklärt wurde. Also, wenn ihr schon mal immer wissen wolltet, wie Pucci Kato geht, dann seid ihr jetzt voll im Bilde. Und ja, wir sagen bis bald und tschüss.